Pflanzenfresser können es nicht mit Lenkraketen aufnehmen. Die geografischen Bedingungen deuten auf eine ästhetisch wertvolle Aussicht in der Nähe hin. Organische Lebensformen möchten sich das möglicherweise ansehen.
Das sieht interessant aus. Warnung. Bremssystem offline. Erhebliche Verletzungsgefahr. Bereit machen. Und seien Sie nicht überrascht, wenn dieser Knopf einen Reaper ruft. Bei diesem Projekt die Zeit davon. Wir haben keine Alternativen mehr. Wie weckt man die Aufmerksamkeit eines Gav? Der Roboter sagt Hallo. Eureka! David, du kannst Wunder vollbringen. Wurzel aus 930 ist 30,5. Wurzel aus 940 ist 30,7. David, kannst du meine Notizen zu dem Experiment vom Donnerstag wiederholen? Wurzel aus 950 ist 30,8. David, pass bitte auf. Laut. Es wird laut hier drin. Tut mir leid, das hast du nicht verdient. Würdest du bitte meine Notizen zu dem Experiment vom Donnerstag wiederholen? Log 137,3. Das Experiment ergab für den Gehorsam der Geth keine erkennbaren Muster. Ende des Diktats, David. Verdammt, der Unbekannte wird dafür sorgen, dass mich das meinen Kopf kostet. Danke. Und wie geht es dir heute? Wurzel aus 960 ist 30,98. Ohrstöpsel wären gut. David, ich möchte, dass du dem Geth befiehlst, einen Schritt nach vorn zu machen. Wie macht er das? David ist ein mathematisches Genie. Sein autistischer Geist versteht die Sprache der Geth in ihrer Grundstruktur und ahmt ihrer Phonetik nach. Die Zuweisung von Bedeutung ist dann für sein fotografisches Gedächtnis nur noch ein Klacks. Er ist buchstäblich ein menschlicher Computer. Und Sie glauben wirklich, dass er mit dem neuralen Geth-Netzwerk interagieren kann? Absolut. Ist das überhaupt sicher, Doktor? Es kann nicht schaden, das herauszufinden.
überschritten. Verbindung unterbrochen.
Oh, bitte mach, dass es aufhört. Warten Sie! Commander! Ich bitte Sie, überstürzen Sie nicht. Überstürzen? Wer hat denn seinen eigenen Bruder zu diesem Experiment gezwungen? Ich weiß, wie es aussieht, aber ich wollte nie, dass ihm dabei etwas passiert. Das müssen Sie mir glauben. Ich habe das ja nicht so geplant. Es war ein Unfall. Wie David mit dem Geth kommunizierte, das wirkte völlig harmlos. Und ganz plötzlich hatten Sie dann Ihre eigene Privathölle. Ich hatte keine Wahl. Die Anforderungen waren immens. Der Unbekannte duldet keine Fehlschläge. Jeder Kampf gegen die Geth fordert Opfer. Ich sollte einen Weg finden, das zu vermeiden. Und wie viele sind für dieses Projekt bereits gestorben? Zu viele Seelen, als dass ich dafür Vergebung finden könnte. Aber ich werde mich nicht für meine radikalen Ideen entschuldigen. Wenn meine Arbeit Millionen von Müttern die Trauer über Millionen von Söhnen erspart, ist mein Gewissen beruhigt. Sehen Sie ihn an. Ihr Bruder wird nie mehr so sein wie vorher. Vielleicht ist es ja kein bleibender Schaden. Vielleicht bekommt er wieder Kontrolle über seinen Verstand. Sie opfern also für Ihren eigenen Ehrgeiz das Glück Ihres Bruders. Wurke aus 910 ist gleich 30,1. Was ich David angetan habe, ist unethisch. Und wenn er stirbt, ist es unverzeihlich. Ich würde mich gern um ihn kümmern. Bitte. Ruhe. Bitte mach, dass es aufhört. Ich habe genug von Ihren Grausamkeiten gesehen, um zu erkennen, dass er hier nie frei davon sein wird. Ich nehme ihn mit. Nein, lassen Sie ihn in Ruhe! Er ist zu wertvoll! Wenn Sie auch nur daran denken, Ihren Bruder zu holen, wartet eine Kugel auf Sie. Und dann werden wir sehen, wer hier wertvoll ist. Wohin bringen Sie ihn? Zur Grissom Akademie. Dort wird besonderen Fällen wie David geholfen. Und zwar ohne Folter. Joker, nehmen Sie Kontakt mit der Akademie auf und sagen Sie, wir hätten hier jemanden, der Ihre Hilfe braucht. Zu Befehl, Commander. Der Unbekannte soll mich ruhig feuern, wenn ihm das nicht passt. Wurzel aus 920 ist 30,3. Es wirkte völlig harmlos. Wurzel aus 920 ist 30,3. Es wirkte völlig harmlos. Wurzel aus 920 ist 30,3. Es wirkte völlig harmlos. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Ja, wäre mir sogar ganz angenehm. Haben ja schon über Arbeit gesprochen. Zeit bei der Special Task Group, Studien über die Genophage. War nicht ganz offen. Lüge durch Verschweigen und anderes. Muss das korrigieren. Mission zu wichtig, um Geheimnisse zu wahren.
Die Arbeit an der Genophage beschränkte sich nicht nur auf Studien. Was hat die Special Task Group mit der Kroganer Genophage angestellt? Zuerst untersucht, wie gesagt, aber dann überraschende Daten entdeckt. Kroganer-Population stieg schneller an als erwartet. Kroganer passten sich der Genophage an, überwanden die Krankheit. Was hat Ihr Team unternommen, als klar wurde, dass die Kroganer die Genophage langsam überwanden? Habe persönlich ein Team von Wissenschaftlern geleitet, Genetiker, Chemiker, Soziologen, Mathematiker. Erstellten neue Version der Genophage, haben sie über Gebieten mit hoher Kroganer-Konzentration auf Tuchanka freigesetzt, die Kroganer-Population wieder stabilisiert. Die Genophage war ein Fehler und fast ein Kriegsverbrechen. Sie ein zweites Mal zu erstellen, war unverzeihlich. Wenn Sie mich nicht im Team wollen, nehmen Sie mich nicht mit. Kann hierbleiben und Forschung über die Kollektoren betreiben. Aber ich entschuldige mich nicht. Habe das Richtige getan. Hoffe, das werden Sie auch tun, falls es nötig wird. Sollte zurück an die Arbeit, können später weiterreden, wenn die nächste Gewebesynthese durchgeführt wird. Das dauert eine Weile. Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Dadurch ist verzögerungsfreie... Ich melde Sie ab, Shepard. Commander, kann ich ihn irgendwie... Commander... Wir haben die Hälfte unseres Treibstoffs verbraucht.
Sonde gestartet. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Sonde gestartet. Starte Sonde. Starte Sonde. Starte Sonde. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Starte Sonde.
unterwegs. Starte Sonde. Sonde gestartet. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Sonde gestartet. Starte Sonde. Starte Sonde. Starte Sonde. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Starte Sonde. Starte Sonde. Sonde gestartet. Starte Sonde. Starte Sonde. Sonde gestartet. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Starte Sonde. Sonde gestartet. Sonde
Starte Sonde. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Starte Sonde. Starte Sonde. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Starte Sonde. Starte Sonde. Sonde gestartet. Starte Sonde. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Starte Sonde. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Sonde unterwegs.
Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Willkommen auf der Purgatory, Shepard. Ihr Paket wird vorbereitet und Sie werden es in Kürze erhalten. Es handelt sich hier um ein Hochsicherheitsschiff. Daher müssen Sie Ihre Waffen abgeben, bevor wir weitermachen. Ich werde eine Kugel abgeben. Wohin wollen Sie sie haben? Alles weggetreten. Commander, ich bin Direktor Kirrell. Das ist mein Schiff. Sie erhalten die Waffen zurück, bevor Sie das Schiff verlassen. Bitte verstehen Sie, das ist unser Standardverfahren. Und mein Standardverfahren ist, die Waffen niemals abzugeben. Lassen Sie sie durch. Unsere Einrichtung ist sicher genug, um mit 3 bewaffneten Gästen zurechtzukommen. Wir holen Jack aus der Kryo. Sobald die finanzielle Seite geklärt ist, können Sie aufbrechen. Folgen Sie mir bitte wegen der Übergabe zur Entlassungsstelle, Commander. Gehen wir. Zellenblock 2. Wie Sie sehen, halten wir die Population unter strikter Kontrolle. Jede Zelle ist eine eigenständige modulare Einheit. Ich habe zum Beweis mal ein paar durch die Luftschleusen geblasen. Das Schiff besteht aus 30 Zellblöcken wie diesem hier. Bei uns leben Tausende von Verbrechern. Wir können in kürzester Zeit die gesamte Anlage abriegeln. Hier geht nie etwas schief. Machen wir weiter. Gab es hier schon Fluchtversuche? Wir sind im Weltraum. Sie können nirgends hin, das wissen Sie. Dennoch lassen wir höchste Vorsicht walten. Schließlich handelt es sich um gefährliche Individuen. Wir haben viele Möglichkeiten, die Population zu kontrollieren. Ich lasse mir bestätigen, dass die Bezahlung durch Cerberus erfolgt ist. Die Entlassungsstelle ist einfach hier die Halle runter. Gehen Sie einfach an den Verhörzimmern und dem Supermax-Flügel vorbei. Ich stoße später zu Ihnen, Shepard. Was immer er angestellt hat, vermutlich hat er noch viel Schlimmeres verdient. Mit Sicherheit. Hey, wenn Sie Gefangene kaufen,
wie wär's dann mit mir? Mann, mir ist egal, wo sie mich hinbringen oder was sie mit mir machen. Alles ist besser als das hier. Wir sind wegen Jack hier. Jack? Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Mit Ihnen gehe ich nirgendwo hin. Ich muss jetzt gehen. Ich wünschte, ich könnte gehen. Ich höre schon die Schreie in meinem Kopf. Ich, wirklich. Das ist der Supermax-Flügel. Zutritt verboten. Zur Entlassungsstelle geht's zurück durch die Halle. Auf der rechten Seite. Ihr Paket wird nach Abschluss des Kryo-Auftauens dorthin gebracht. Zur Entlassung durch die Tür, auf der anderen Seite des Raums. Tut mir leid, Shepard. Aber als Gefangener sind Sie wertvoller als Kunde. Lassen Sie die Waffen fallen und begeben Sie sich in diese offene Zelle. Ihnen wird nichts geschehen. Zur Hölle mit Ihnen. Und ich bringe Sie sogar selber hin. Systeme aktivieren. Wenn wir uns in die Kontrolltafel einhacken, öffnet sich jede Tür im ganzen Zellenblock. Es ist der einzige Weg. Ich mach schon. Bereithalten. Das ist Jack? Wir müssen da runter. Warnung. Warnung. Klingt nach einem harten Kampf. Das sieht interessant aus. An alle Wachen! Ordnung wiederherstellen! Tödliche Methoden genehmigt! Aber nicht Jack umlegen! Ausfall der Lebenserhaltungssysteme in den Sektoren 7, 9 und 11. Keine Überlebenden.
getan? Thank you.
Sie sind wertvoll, Shepard. Wenn ich sie verkaufe, dann könnte ich leben wie ein König. Aber sie machen zu viel Ärger. Wenigstens kann ich Jack wieder einfangen. Das glaube ich kaum. Sie sind ein mieser Sklavenhändler und ich habe dafür keine Zeit. Ich erledige die unangenehmen Sachen, die Regierungen abwälzen. Es ist zum Wohl der Galaxie. Los, Hans, aufgeben! Jetzt machen wir euch fertig. Schön. Ausgelöst. Ausgelöst. Loslassen!
ausgelöst. Feind am Boden! Eure Betäubungsschuss ab! Sechs Uhr! Unterwegs. Nehme Position ein. Schilde!
Was zum Teufel wollen Sie? Mein Name ist Shepard und ich bin hier, um Sie von diesem Schiff zu bringen. Ich gehe mit Ihnen nirgendwo hin. Sie gehören zu Cerberus. Ich arbeite zurzeit mit Cerberus zusammen, weil Sie mir helfen können. Mit Ihnen, für Sie, ist für mich dasselbe. Sie tauchen in einer Cerberus-Fregatte auf, um mich irgendwo hinzubringen. Halten Sie mich für bescheuert? Dieses Schiff wird in Flammen aufgehen. Wir können Sie in Sicherheit bringen und bitten um Ihre Hilfe. Wir könnten Sie bewusstlos schlagen und einfach mitnehmen. Versuchen Sie es ruhig. Wir werden Sie nicht angreifen. Gute Entscheidung. Wenn Sie wollen, dass ich Sie begleite, müssten Sie mir schon was anbieten. Woran wären Sie denn interessiert? Ihr Schiff hat sicher jede Menge Cerberus-Datenbanken. Ich will Einsicht. Ich will wissen, was Cerberus über mich weiß. Wenn Sie mich im Team wollen, lassen Sie mich die Datenbanken durchgehen. Ich gebe Ihnen vollen Zugriff. Shepard, dazu sind Sie nicht autorisiert. Oh, das ärgert den Cheerleader. Wird ja immer besser. Sie sollten besser aufrichtig mit mir sein. Warum zum Teufel stehen wir dann noch hier rum? Gehen wir. Willkommen auf der Normandy, Jack. Ich bin Miranda, Shepards Stellvertreterin. Auf diesem Schiff werden Befehle befolgt. Sagen Sie dem Cerberus-Cheerleader, sie soll Abstand halten, Shepard. Ich bin nur wegen unserer Abmachung hier. Richten Sie sich erstmal ein. Ich gebe Ihnen in Kürze Zugriff. In Ordnung, aber Sie sollten sich beeilen. Wissen Sie, welchen Schaden ich auf einer Fregatte anrichten kann? Muss ich Sie in die Gefängniszellen sperren, nur um sicher zu sein?
Schön. Aber nein, danke, Schätzchen. Ich suche mir selber was. Irgendwo weiter unten. Durchgangsverkehr liegt mir nicht. Lassen Sie mich nicht warten, Shepard. Keine Nachrichten für Sie, Commander.